Also ich würde sagen, dass er es machen hätte müssen. Ich glaube, dass ganz klar war für Leute, die über solche Dinge von außen objektiv drauf gucken, auf solche Dinge drauf gucken und sich das angucken, dass ganz klar war, dass da zu viel passiert ist. Der Springer Verlag zieht sich ja darauf zurück, dass er gar nicht so viel wusste, weil viele der Aussagen im Compliance-Bericht unter Anonymitätszusicherung gegeben wurden und sie nur eine Zusammenfassung von Freshfields bekommen haben. Am Ende ist das natürlich Springers Problem. Freshfields ist von Springer beauftragt worden. Die hätten dafür sorgen müssen, dass diese Compliance-Untersuchung so durchgeführt wird, dass man da auch Konsequenzen ziehen kann. Ich glaube auch, dass man aus dem, was bei Freshfields aufgelaufen ist, Konsequenzen hätte ziehen müssen. Ganz klar. Mhm. Frau Amann, ich zitiere mal eine kurze Passage aus dem Spiegel, damit man mal versteht, worum es geht. Es geht um das Machtgefälle zwischen jungen Frauen und Deutschlands lange Zeit mächtigstem Boulevardjournalisten. Um Sex, der zwar einvernehmlich war, aber augenscheinlich mit beruflichen Vor- und Nachteilen verbunden und um drängende Nachrichten mitten in der Nacht. Was heißt das? Das, meine Kolleginnen und Kollegen, die dies ursprünglich im Frühjahr schon berichtet hatten, haben das zusammengefasst als Zustände wie an einem mittelalterlichen Königshof. Also dass da Reichelt als Chefredakteur, als mächtigster Mann, einer der mächtigsten Männer der Medienbranche überhaupt, seine Macht nutzen konnte, um Beziehungen, Affären einzugehen mit Frauen, vor allem jungen Frauen, die teilweise auch nur befristet da waren, die vielleicht auch eine Praktikantin oder eine Volontärin waren, die sich noch bewähren mussten, die also auf besondere Weise auch abhängig waren von der Gunst des Chefredakteurs. Und dass da eben ein System dieser Abhängigkeiten entstand. Und das wurde in der Untersuchung, die Herr Drepper ja zitiert hat, von der Anwaltskanzlei Freshfields auch aufgearbeitet. Aber offenbar war diese ganze Untersuchung mehr darauf gerichtet, Entlastung herbeizuführen als Belastung, also von Springer-Seite, nicht von der Kanzlei-Seite. Sodass am Ende im Prinzip man gesagt hat, der macht doch so eine tolle Performance als Bildchefredakteur. Dann sehen wir mal darüber hinweg, was er so privat mit den Frauen macht. Das ist doch alles einvernehmlich gewesen. Hat Herr Döpfner ja heute auch in einem Verteidigungsvideo gesagt, da ging es nie um Sexismus, da ging es sozusagen nie um sexuelle Belästigung. Schauen wir auch gleich mal rein. Und wenn es freiwillig ist, ist es ja kein Problem. Sozusagen. Und eben dieses Thema Machtmissbrauch wurde offensichtlich nicht als Problem angesehen. Frau Rosales, ich habe Sie gerade beobachtet, Sie haben gerade genickt und ich habe Sie auch angekündigt, vorhin Sie sagt, ich kenne dieses System, dieses Systembild. Ja, ich habe 4 Jahre für Springer gearbeitet und auch darüber hinaus immer sehr gute Kontakte zum Haus gepflegt oder auch private Kontakte. Und es gibt einen Grund, warum ich als Autorin auf der Frankfurter Buchmesse diese heute fluchtartig verlassen habe und mir überlegt habe, ich muss für dieses Thema da sein, mich auch hochschwanger 5 Stunden ins Auto gesetzt habe, weil ich glaube, ich hätte es unerträglich gefunden, wenn in dieser Runde schon wieder, in dieser wichtigen Runde oder auch sonst, wie jetzt bislang in der Öffentlichkeit, keine der betroffenen Frauen zu Wort kommt, keine der Betroffenen, sondern immer nur über sie geredet wird. Und Juliane Löffner sagte auch in der Frankfurter Rundschau heute im Interview, das Hauptmotiv dieser Frauen, nicht zu sprechen, also nicht auszupacken und Interviews zu geben, ist eben Angst. Und das ist für mich völlig inakzeptabel. Und ich hatte das Gefühl, dass sonst dieser Stuhl leer bleibt. Die so weit ging, so wurden Sie gerade zitiert, oder Ihre Kollegin Frau Löffler wurde gerade zitiert, Herr Drepper, dass die Frauen die Stadt verlassen haben, bevor sie ihre Aussage gemacht haben? Bevor wir Springer mit unseren Recherchen konfrontiert haben. Weil natürlich Springer lange Zeit gar nicht wusste, dass wir dazu recherchieren. Wir schauen ja genau, mit wem sprechen wir, wie können wir die Recherche so gestalten, dass wir möglichst lange in Ruhe Hintergrundgespräche führen können. Aber klar, an dem Moment, das war der vorvergangene Montag, also vergangene Woche Montag, als wir quasi einen detaillierten Fragebogen sowohl an Julian Reichelt als auch an die Konzernpressestelle geschickt haben und an Matthias Döpfner, war klar, die wissen Bescheid. Und ab dann haben sie die Chance, Druck auszuüben, haben sie die Chance, die Veröffentlichung zu verhindern, haben sie die Chance, die Quellen einzuschüchtern. Und da haben einige Frauen gesagt, ich verlasse lieber die Stadt. Hajo Schumacher, der sehr lange auch im Journalismus ist, viele Medienhäuser kennt. Für Sie irgendetwas neu an diesen Enthüllungen jetzt? Oder etwas, von dem Sie sagen, das ist systemisch, das kenne ich? Das Systemische finde ich neu. Also die Hamburger Medienszene ist ja sehr eigen. Hier sind viele große Verlagshäuser und die waren alle... Damals war Bild in Hamburg, ne? Also dazu sagen, Springer war in Hamburg, der Spiegel, die Zeit, Gruner und Jahr und der Stern. Die goldenen Zeiten sind ein bisschen vorbei, aber das war die Monarchie. Also das waren Königshäuser hier in Hamburg. Die Verleger waren hier ganz große Nummern. Und das war alles sehr hierarchisch konstruiert.
Und diese Verlage haben jeder für sich, Melanie kann das aus dem Spiegel bestätigen, wo ich vor über 20 Jahren gearbeitet habe, da hat sich die Kultur grundlegend verändert. Ich glaube, bei der Zeit genauso. Und bei Springer offenbar nicht so. Und ich glaube, jeder Verlag in Deutschland hat so eine eigene Kultur. Mein Haus, die Funke Mediengruppe, ist, glaube ich, einer der ganz wenigen Verlage, die eine Frau an der Spitze hat, Julia Becker. Und die hätte, glaube ich, schon im März anders reagiert. Eine Frau an der Spitze des Verlages hätte vermutlich nach diesem ersten Spiegelartikel anders reagiert und nicht gesagt, ja, weil er so viele tolle Verdienste hat, darf er im Amt bleiben, was eine komische Begründung ist, um eine ganz andere Grenze über... Wobei man sagen muss, im Vorstand von Axel Springer sitzt auch eine Frau, die auch bei dieser Untersuchung beteiligt war, Frau Kasper, die jetzt auch nicht gerade sich wahnsinnig engagiert hat, um diesen Frauen zu helfen oder dieses System abzustellen. Aber es geht darum, wer steht an der Spitze. Die ist direkt bei Herrn Döpfner mit am Tisch und wurde auch mit dieser Untersuchung ja auch befasst. Wollte Sie genau also, das gerade fragen? Ist nicht so, ich stimme Ihnen zu 99% zu, nur auf, bei diesem einen Punkt möchte ich darauf hinweisen, es muss nicht unbedingt eine Frau sein, die ein Problem, die dieses Problem völlig, abstellt, sondern sie kann auch klar Teil des Problems sein. Also. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn Sie eine Frau an der Spitze eines Verlages haben, es da eine andere Kultur gibt. Das hoffe Ganz ich. Ganz einfach. Frau Becker hätte definitiv anders entschieden. Und beim Verleger Ippen wiederum sieht man ja auch, das Argument heißt, oh, ich will einem Wettbewerber nicht schaden. Also so ein vorgeschobenes ökonomisches Argument. Wir haben es hier aber mit ganz anderen Verletzungen oder Grenzübertretungen zu tun. Das kann man so schlecht gegeneinander aufwiegen. Ja. Das ist eine ganz billige Methode. Bevor wir gleich noch mal zu Frau Rosales kommen, Herr Drepper, können Sie einmal erklären, was war der Grund, der Auslöser, der dazu geführt hat, dass Sie im März, als das ganze Thema abgeräumt schien, angefangen haben, noch mal genauer hinzugucken? Ja, also was man natürlich sagen kann, ist, dass viele, viele Leute, die mit diesem Compliance-Verfahren zu tun hatten, egal ob als Beobachter, Betroffene, andere Menschen, die damit zu tun hatten, damit nicht mit einverstanden waren. So wie wir jetzt sagen, wie konnte man das so entscheiden? Wie konnte man da nur so eine kleine Verwarnung aussprechen? Wie konnte man da nichts tun? Das haben natürlich damals schon viele gedacht. Und vor allem Leute, die sich auch dann noch besser mit auskennen. Ich meine, von außen wirkte das schon komisch und von innen muss es noch viel komischer und absurder und enttäuschender gewirkt haben. Und dann ist natürlich klar, dass die Gerüchte, die vorher schon rumgingen, die Geschichten, die vorher schon, wir haben ja auch schon, hatten wir, glaube ich, auch schon im Interview gesagt, Ende vergangenen Jahres das erste Mal überlegt, damit einzusteigen. Und als dann klar wurde, dieses Compliance-Verfahren trotz des Artikels, trotz der Öffentlichkeit führt zu nichts, wurde der Druck natürlich größer. Und Juliane Löffler ist seit Jahren eine der wenigen Reporterinnen in Deutschland, die zu MeToo recherchiert, die auch schon vorher starke Geschichten gemacht hat. Und natürlich wenden sich dann Leute an jemanden wie Juliane, um da zu sagen, willst du da nicht mal reingucken? Und dann haben wir uns dafür entschieden. Und was hat sie rausgefunden? Was sie rausgefunden hat. Ja, was sind die Details, um die es jetzt geht? Was sind die konkreten Vorwürfe? Die neuen Sachen. Kann man natürlich alle seit Montag bei spiegel.de nachlesen. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass es definitiv systemisch Beziehungen gegeben hat in Hierarchiebeziehungen. Dass Julian Reichelt sexuelle Beziehungen gehabt hat mit Frauen, die in einem ganz krassen Machtgefälle zu ihm standen. Und wo sich Berufliches und Privates so vermischt hat, dass die Frauen große Probleme hatten, mit diesem Machtgefälle umzugehen, unter Druck waren und da auch drunter gelitten haben. Und da sprechen wir gleich auch sicher noch drüber, aber dass sie quasi eigentlich auch oft keinen Ausweg in dem Sinne hatten, weil was macht man dann, wenn der Chefredakteur, der über alles bestimmt, mit einer Berufsanfängerin anfängt anzubandeln, anzubaggern? Wie muss man sich das vorstellen? Man geht am Schreibtisch vorbei und sagt, das ist ganz toll, was du heute in der Konferenz gesagt hast. Also wenn zum Beispiel eine junge Kollegin irgendwie in der Konferenz etwas Geistreiches gesagt hat oder so und er wurde auf sie aufmerksam, dann kommt er bei ihr vorbei und dann muss man sich vorstellen, da kommt nicht irgendwer, da kommt wirklich die Nummer eins, der Chefredakteur, der stärkste Typ im ganzen Haus, kommt vorbei und sagt, hast du toll gemacht und ich glaube, du hast eine große Zukunft vor dir. Also so platt jetzt nicht, aber es wurde so langsam immer mehr ein Mentorenverhältnis offenbar entwickelt immer wieder. Und dann gab es ein Essen zusammen und dann gab es eine sozusagen Beratung, quasi Coaching. Dann wurde es persönlicher, hat man sich vielleicht auch private Sachen erzählt. Und irgendwann ging das dann so fließend über in eine Affäre. Und manchmal ging es zu einer Beförderung, manchmal wurde aber auch die Person dann irgendwie wieder fallen gelassen, was ja dann auch eben Verwirrung, Verzweiflung, Angst irgendwie ausgelöst hat. Auch irgendwann das Gefühl, ich muss jetzt weiter mitmachen, ich muss irgendwie mitspielen. Es kann ja nicht sein, wenn der jetzt gegen mich ist, wenn der sich über mich ärgert, was passiert dann mit mir, was wird dann aus mir? Und es waren eben Leute, die, hatte ja auch der Kollege schon gesagt, eben die Angst hatten um ihre Existenz, die vielleicht auch Berufseinsteiger waren, die keine anderen Erfahrungen in anderen
Arbeitsumfeldern hatten, wo sie vielleicht auch normal behandelt worden wären oder anders beurteilt worden wären, eben nicht nur nach ihrem Aussehen oder also ob sie jetzt geil oder fuckable oder was auch immer dafür Labels für sie erfunden sind. Sie haben das so im Spiegel auch geschrieben, es ging um die Fuckability. Mhm. Ja. Was heißt das? Ja, ob sie es wert sind, rangenommen zu werden. Das ist eben die Kategorie, die da offenbar also nach denen Leute bewertet wurden. Mhm. Frau Rosales, wenn Sie das hören, dieses Muster, ist Ihnen bekannt? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also erstmal ist Fuckability das Wort auch ein Hollywood-Kriterium, nachdem auch in Hollywood noch heutzutage und auch in der deutschen Filmbranche Schauspielerinnen gecastet werden. Also das ist jetzt auch ein großes strukturelles Problem. Absolut. Es war eben die Rede davon, dass Herr Reichelt eben Machtstrukturen ausgenutzt hat und mit Personen angebandelt hat oder Affären hatte, die zu ihm in einem extremen Machtgefälle standen. Und es ist, vor 10 Jahren hieß das dann Dienstag. Also es hat sich nichts, aber auch gar nichts verändert in 10 Jahren. Und das ist wirklich ein riesenstrukturelles Problem, auf das Springer jetzt immer noch nicht reagiert hat, weil in keiner Presseerklärung, auch jetzt heute von Herrn Döpfner, kein Wort, keine Entschuldigung gegenüber den betroffenen Frauen, keine Einlassung, dass sich die Firmenkultur in eine moderne, auch menschlichere Unternehmenskultur verändern kann. Mhm. Also die betroffenen Frauen, die ich, einige kenne ich auch, die erleben genau das, was ich in meinen 20er Jahren sozusagen dort selber erlebt habe. Und das war furchtbar beklemmend als junge Frau. Wie war das bei Ihnen? Können Sie das mal schildern? Ja, Sie sagten gerade eingangs, es ist immer so seltsam, wenn dann auch im Fernsehen oder in den Medien, wenn über diese Fälle berichtet wird, aber eben immer über diese Frauen gesprochen wird, nicht mit diesen Frauen gesprochen wird. Ist aber denkbar schwer, natürlich jemanden dazu zu bringen, öffentlich diese Geschichte zu erzählen. Und ich kann das ehrlich gesagt auch gut nachvollziehen. Wie war es bei Ihnen? Naja, ich kann sagen, dass ich damals nie ein Bewerbungsgespräch hatte, beziehungsweise ich hatte sehr ernste, sehr seriöse Absichten, Journalistin zu werden, bis heute, und auch zu sein. Und ich hatte auch eine Mappe mit Artikeln mitgebracht. Das war nie ein Thema. Also wenn man es böse gesprochen sagt, ich wurde für mein Aussehen eingestellt. Ich habe natürlich trotzdem versucht... Das war eine Bewerbung. Wo war diese Bewerbung? Wo haben Sie die abgegeben? Ich war bei Springer 4 Jahre bei der BZ und habe aber auch frei für Bild für andere Medienhäuser gearbeitet. Und war auch sehr, sehr lange freie bei Springer, bis ich irgendwann Redakteurin wurde. Das heißt, Sie kommen da mit Ihrer Bewerbungsmappe, Sie haben Artikel, die Sie selbst geschrieben haben, Sie haben Texte dabei, von denen Sie sagen, das sind gute Texte, auf die bin ich stolz, aber die guckt sich keiner an. Ja, absolut. Das war nie ein Thema, aber übrigens auch nicht in anderen Medienhäusern. Also ich habe das mehrfach erlebt, dass niemand meine Texte angeguckt hat. Und wie gesagt, man hat sich auch dabei gedacht. Ne? Und man hat ja auch irgendwie ein Thema oder eine Richtung, in die man gehen möchte. Aber das hat da so gar nicht stattgefunden. Es war einfach ein unangenehmes, beklemmendes Arbeitsverhältnis, auch weil man ständig SMS bekommen hat oder E-Mails oder auch einfach... Von wem? Von Vorgesetzten? Ja, von Kollegen, von Vorgesetzten, ob verheiratet oder nicht. Das war so ein ongoing Stream. Und damit ist man irgendwie entweder klargekommen oder man konnte auch wieder gehen. Also das war einfach... Das war, irgendwie galt das als Normalität. Und das war auch keine Normalität, die man irgendjemandem, ich habe damals noch parallel studiert, erklären konnte. Dass jeder hätte gesagt, ja, bist du irre, dann geh doch bitte da raus. Aber man hatte auch irgendwie die Hoffnung, dass man da Fuß fassen kann und dass man da irgendwie auch was Gutes draus macht. Und ehrlich gesagt hatte man auch keine Lust, solchen Leuten irgendwie das letzte Wort zu geben, weil dann heißt es auch ganz schnell, ach, naja, aber die Texte von der waren eh nicht gut oder die hat es eh nicht gebracht. Also man wurde da sehr, sehr schnell dann auch, wie man das heutzutage ja auch wieder sieht, abgestempelt. Und es sind auch extrem viele durch diesen Apparat gespült worden, wenn man das mal so salopp sagen kann. Und es gab wirklich extrem viele auch schon damals so diese Gutsherrenmentalität. Zum Beispiel, dass ich mit einem der stellvertretenden Chefredakteure, der sagte freitags, okay, jetzt Baby, jetzt gehen wir essen. Also Baby ist übertrieben, aber es klang so für mich und ich war 25 und ich war völlig überfordert mit der Situation. Aber
man wollte sich halt zeigen, ne, mit jungen Kolleginnen. Und, das heißt, das hat er regelmäßig und mit wechselnden Kollegen gemacht? Ja, mal so, mal so. Aber ich habe das auch alles sehr selbstkritisch. Also ich habe dann vor 4 Jahren ein Buch veröffentlicht, Sexuell verfügbar, und habe das auch sehr selbstkritisch beleuchtet. Also auch, warum ich da mitgegangen bin und warum ich das auch lange Zeit ja auch mitgetragen habe, dieses System. Weil da bin ich wirklich durchaus, wie gesagt, selbstkritisch, weil das ist, das hilft niemandem und das hilft niemand anderem. Und ich finde, es gibt auch sehr viele ausgeschiedene weibliche Führungskräfte bei Springer, die viel besser hier an meiner Stelle sitzen könnten, weil sie noch mehr wissen als ich und die es nicht tun. Und deswegen empfinde ich eine tiefe Notwendigkeit, das hier zu tun. Ich bin jetzt ganz woanders in meinem Leben, aber diese Zeit hat mich extrem geprägt und prägt bis heute meine Bücher und ist auch einfach, wie man sieht, immer noch das Thema der Stunde. Erst Heil Schumacher, dann Melanie Ammann. Als du dein Buch geschrieben hast, habe ich ja fast zeitgleich praktisch aus der anderen Perspektive so ein Männerbuch geschrieben, Männerspagat. Und ich weiß noch, wir waren im Austausch. Ja. Du hast, glaube ich, eine Rezension über mein Buch geschrieben. Ich habe deins gelesen. Das war ganz interessant, so von der anderen Seite einfach mal zu reflektieren, wie wurde das wahrgenommen? Ich war ja mal versehen der Mediengeschichte, aber ich war mal 2 Jahre Chefredakteur einer Lifestyle-Illustrierten. Und welche? Ich hatte Max. Gerade wieder aufgelegt als One-Shot. Ja. Tolles Produkt, hat riesen Spaß gemacht. Ich saß wirklich letzte Woche mit einer alten Kollegin, die ich eingestellt hätte, Hatice Akgün, aktuelle Theodor-Wolf-Preisträgerin, saß ich bei uns in der Küche. Wir hatten gerade einen Podcast gemacht über ihren Preis und ihre türkischen Wurzeln und all sowas. Und sie sagte, du Hajo, was ich dir seit 20 Jahren nicht gesagt habe, aber du warst ein ganz schönes Arschloch damals. Und ich dachte, das sei so lustig oder irgendwie so kumpelhaft gemeint, aber sie meinte das leider ziemlich ernst. Und sie meinte auch nicht nur mich, sondern eher ein Klima. Also ich will mich, um Gottes Willen, also ich will mich weder mit Julian Reichelt verbrüdern, noch will ich mich da aus der Verantwortung nehmen. Aber sie sagte nur so ein paar Beispiele, Konferenzszenen. Ja, wenn eine Frau, überwiegend Männer als Führungspersonal, eine Frau sagte irgendwas, die Jungs rollten die Augen und dann kamen so die üblichen Sprüche, irgendwas mit Hormonen oder so. Also es war jetzt nicht dieser Machtmissbrauch, wie wir ihn hier geschildert sehen, aber dieses Gefälle, dieses Top-Down, dieses Herablassende, auch dieses Nicht-Augenhöhe haben, das war Teil der Medienkultur damals. Und mir war das nicht klar. Ich bin nur von Männern sozialisiert worden. Ich bin nur in männlich geprägten Situationen. Sportredakteur, klar, waren wirklich wenig Frauen unterwegs. Für mich war das eigentlich selbstverständlich. Mhm. Und dieses Augenöffnen, auch durch dein Buch, also einfach mal dieses Reflektieren, ja, das war scheiße, wie du damals warst und die anderen. Das Gespräch, und da bin ich total bei Melanie Ammann, als erstes Mal müssen wir Männer kapieren, dass das nicht in Ordnung ist. Und dafür brauchen wir auch Frauen, die uns das sagen. Und dann kann man überhaupt erst mal über dieses Gespräch anfangen zu reflektieren, was war da, wie machen wir es besser. Man kann sich übrigens auch entschuldigen, auch so ein Punkt. Aber das ist ein Prozess. Ich will damit überhaupt nichts rechtfertigen. Ja, und der nächste Schritt wäre ja dann in dieser idealen Welt, dass man auch mit den Männern, bei denen man dieses Verhalten beobachtet, spricht. Absolut. Weil das Problem ist doch jetzt, dass dieses Thema Sexismus ist so ein Augenrollthema, ne? Bei dem man dann denkt, oh Gott, jetzt kommt dann der Betriebsrat und die Frauenbeauftragte und was weiß ich. Und irgendwie dann stehe ich auf dem Tribunal, nur weil ich einen blöden Spruch gemacht habe oder so. Und eigentlich viel hilfreicher, sinnvoller, fruchtbarer, wenn man so will, wäre es doch, wenn zum Beispiel nicht nur immer die Frauen die sind, die sich über irgendwas beschweren, sondern wenn halt Kollegen, Männer, die das ein bestimmtes Verhalten beobachten, dass denen überhaupt erstmal auffällt, das ist vielleicht nicht okay. Und dass die dann, keine Ahnung, in welchem Umfeld Männer sowas machen, beim Bier oder in der Teeküche oder am Pissoir oder was weiß ich, sagen sie mal, dieser Spruch vorhin, das war, glaube ich, eine Nummer zu viel. So, ne? Oder kannst du doch nicht, oder, und das, es hat ja offensichtlich niemand Reichelt gesagt. Das findet ja unter Männern auch statt mittlerweile. Ne? Das inzwischen, zum Teil ist auch wirklich sozial geächtet. Aber ganz geächtet. Lange wurde so getan, genau. Als gäbe aber es worüber das wir nicht, oder sei das normal. Ja, absolut. Und, noch, wenn ich das noch kurz sagen darf, weil das ist mir gerade so aufgefallen bei dieser Schilderung, die, ich glaube, was jetzt auch für die Frauen
in diesem Springer-Fall so schlimm ist oder aber auch bei allen Frauen, die in dieser Situation sich befinden, diese Scham, warum habe ich das eigentlich mit mir machen lassen? Warum habe ich das mitgemacht? Und das ist ja auch das, was man jetzt überall hört. Naja, die wurden doch teilweise befördert. Was wollen die denn eigentlich? Mhm. Oder was auch der Verleger in seiner Videobotschaft gesagt hat, was Götzner gesagt hat. So, da ging es ja nie um Gewalt oder Belästigung oder so. Die haben doch alle mitgemacht. Ja. Das war doch irgendwie das war doch kein Problem. Wenn man so alles einvernehmlich. Genau. Aber es gibt auch eine Scham der Männer. Unterschätzt das nicht. Es gibt auch eine Scham der Männer. Aber sozusagen dieses, dass man, ich finde es gut, dass jetzt endlich mal der Blick weggelenkt wird von diesem, warum hat die Frau dagegen nichts gemacht, sondern erstmal, warum hat der Mann das gemacht und warum wurde es ihm durch... Ja, und warum sie nichts gemacht hat, durchgehen lassen. Genau, wird möglicherweise auch klar, wenn man diese Einlassungen hört, auch des Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner. Sie sagten das, glaube ich, gerade, keine großartige Empathie erkennbar, oder Melanie Ammann war es, glaube ich, keine Entschuldigung erkennbar in dem Sinne. Hat möglicherweise auch juristische Gründe, ich will das überhaupt nicht werten, aber so klang das gestern. Wir hören mal kurz rein. Frau Rosales, was denken Sie, wenn Sie das hören? Was passiert da? Wird da was umgedreht? Also der mögliche, mutmaßliche Täter zum Opfer gemacht? Also ich sehe es jetzt zum zweiten Mal nochmal. Und da weiß man gar nicht mehr richtig, was man sagen soll. Weil das ist offenbar, also die Schlüsse, die Herr Döpfner aus dieser Causa zieht, sind so grotesk falsch. Also da kann man eigentlich, also wie gesagt, Sie merken, mir fehlen die Worte, weil eine toxische Unternehmenskultur oder diese Einlassung der Frauen oder dieses darauf bestehen, dass es einvernehmliche Beziehungen waren, ist in solchen hierarchischen, autoritären Systemen und Machtgefällen gar nicht möglich. Weil, wie gesagt, und wenn die Frauen parallel auch noch sagen, und Herr Döpfner wird das Interview von Juliane Löffner bekannt sein, dass das Hauptmotiv dieser Frauen Angst ist, nicht darüber zu sprechen, ich weiß gar nicht, wie ich ihm da helfen kann oder wie er zu dieser Aussage kommt. Also naja, und dieses Narrativ, dahinter steht eine Gruppe von Männern, die das eigentlich alle machen. Ne? Das ist wieder dieses Raunen, das hat so was Verschwörungstheoretisches. Das ist so eine Mischung aus den beleidigten Ex-Frauen, die irgendwie jetzt sauer sind, dass sie nicht mehr, dass Julian sie nicht mehr will. Die Mischung und den Typen, die irgendwie den weghaben wollen und deswegen angreifen. Also es ist letztlich eine Verschwörungstheorie. Es passt total in dieses Weltbild des gesamten Konzerns. Also letztendlich, wenn man die Bild-Zeitung als Person auf eine Psychologen-Couch legen würde, dann hätte man doch... Schöne Vorstellung. Ja, aber dann hätte man doch... Also wenn die Bild eine Person wäre, dann wäre sie ein bisschen größenwahnsinnig, ein bisschen narzisstisch, sehr, sehr wütend, sehr, sehr unklar in ihren Haltungen. Das Frauenbild in der Bild... Also ich lese die Bild relativ selten, manchmal gibt es sie im Zug umsonst. Aber das Frauenbild ist da immer noch relativ, ich sag mal, antiquiert. Also da ist sehr viel verfügbar und hier im Bikini und tralala. Also wenn das Weltbild ist und alles, was, wenn wir uns dran erinnern, was zu tun hatte, oh, Gender-Sternchen, was ist denn das für ein Quatsch und so. Also da hatte man schon den Eindruck, die sind sehr der Zeit hinterher und bewegen sich in so ein Viertel der Gesellschaft, mit dem wir gerade alle zu tun haben. Es ist, glaube ich, das, was mich am meisten schockiert an dem Statement, ist einfach die Aussage gegenüber seinen männlichen Kollegen, wenn wir in diesem binären Weltbild bleiben, also in diesem binären Geschlechtsbild bleiben, ist eigentlich, Jungs, ihr habt nichts zu befürchten und liebe Kolleginnen, liebe Frauen, wir hören nicht zu. Mhm. Ich finde zwei Punkte total spannend. Das eine ist natürlich komplett irrelevant, wer aus welchem Interesse hier welche Informationen weitergebracht hat. Es geht darum, was sind die Fakten. So, die Fakten haben wir jetzt mit dem Spiegel zusammen berichtet. Die waren aber auch in Grundzügen Springer bekannt, weil sie da eine Anwaltskanzlei für Wochen dran gesetzt haben und 50 Interviews geführt haben. Natürlich hätten die im März mit den Fakten sagen müssen, das war Machtmissbrauch, jetzt ist das Ende hier. Und das Zweite ist, was ich wichtig finde, dass natürlich in dieser Videobotschaft die Frauen überhaupt gar keine Rolle spielen und dass es überhaupt nicht darum geht, wie geht es jetzt den Frauen, was ist mit denen los. Das ist einfach, wie Sie sagen, das war wahnsinnig schwierig, mit diesen Frauen zu sprechen. Die Kollegin Juliane Löffler, aber auch die beiden Kolleginnen, die da mit dran recherchiert haben, Katrin Langens und Markus Engert, die haben monatelang gearbeitet, um dieses Vertrauen zu gewinnen. Die haben mit mehr als 2 Dutzend Personen gesprochen, mit weiteren Quellen, nicht nur mit Betroffenen, um
diese Aussagen abzusichern. Es gibt hunderte Dokumente, Nachrichten von Reichelt, die all das belegen. Und in diesem Statement, also das ist so weit weg von dem, was eigentlich belegt und berichtet ist, dass ich da echt irgendwie schwer schlucken musste, als ich das gesehen habe. Wir hören noch mal einen zweiten Teil rein. Da geht es sozusagen um eine Art Chronologie. Da spielt auch diese Anwaltskanzlei eine Rolle. Und die Frage, die Sie gerade angetippt haben sozusagen, die Frage, was wussten die entscheidenden Leute bei Springer tatsächlich oder was wussten sie möglicherweise nicht? Auch das sehr interessant. Was ja so faszinierend ist an diesem Video ist, ich meine, das ist der Chef des mächtigsten Medienkonzerns in Deutschland, der einen eigenen Fernsehsender hat und der nimmt da ein Video auf, wie als würde er irgendwie seiner Oma zum Geburtstag gratulieren, oder? Also so mit dem, das ist jetzt ein Seitenaspekt, gebe ich zu, aber ich würde sagen, ist schon das sind die formalen Dinge, über die haben wir nicht zu werten. Aber vielleicht habe ich das auch so gesagt, weil ist auch völlig in Ordnung, wir haben diesen Fall jetzt auch. Nein, das so aber das Inhaltliche ist der entscheidende Punkt. Nein, es ist eben nicht in Ordnung, weil es setzt ein Statement und es zeigt, wie ernst er die Sache nimmt. Genau. Okay, das würde ich ihm aber nicht aufgrund des Videos, also der Art und Weise. Wenn es bei Springer gibt, dann wird die gesamte Belegschaft, also zu Nicht-Corona-Zeiten, versammelt und das sind Tausende. Und er spricht sozusagen, also es ist mehrfach in der Vergangenheit passiert. Er trägt seinen Anzug, genau, er trägt seinen Ornat, Anzug. Er und hat seine Insignien um sich. Absolut. Und es zeigt eine sehr deutliche Sprache, wie hoch er das Thema aufhängt und wie sehr er vielleicht auch Interesse daran hat, dass eine menschlichere, modernere Unternehmenskultur einzuführen. Ich werde einmal noch mal kurz darauf zurückkommen, was Springer wusste und was sie hätten machen können. Sie ziehen sich ja immer wieder darauf zurück, ja, die Frauen haben sich alle Anonymität zusichern lassen. Wir wussten nicht, wer es war. Wir konnten Julian nicht damit konfrontieren. So, erstens der Gedanke vielleicht, warum haben sie das getan? Weil sie wahnsinnige Angst haben. Der zweite, natürlich ist es ja nicht so, das hat Juliane auch schön, Juliane Löffler im Interview schon gesagt, die haben ja nicht ein Zettelchen in den Briefkasten geworfen und gesagt, Julian hat irgendwie was Böses gemacht und sind wieder nach Hause gefahren, sondern die haben ja stundenlang für Interviews gesessen bei der Kanzlei, die haben ja detailliert berichtet, auch sich, es gibt ja genug Leute, die man dazu befragen kann dann und sagen kann, ja, das stimmt so, das habe ich miterlebt, die hat wirklich das und haben wir alles beobachtet, die haben teilweise Dokumente angeboten und zur Verfügung gestellt, die belegen können. Das ist ja auch im Spiegel alles berichtet worden. Und wenn man dann sagt, wir konnten nichts machen, ist das natürlich eine sehr einfache Ausrede. Sie sagen, da hatte man sich eben an dieses Verhalten gewöhnt. Ihre Kollegin Löffler hat vorgestern in den Tagesthemen Folgendes gesagt. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, Personen gesprochen, die selbst sehr prominent sind und selbst sehr viel Macht haben. Ich habe aber auch da immer wieder erlebt, dass Leute Angst haben, sich zu äußern, weil die Bild als Medienmarke unfassbar stark ist und dass sie mit ihrer Reputation massiv darunter leiden werden, wenn sie Teil einer solchen Recherche werden. Das heißt, worin bestand die konkrete Angst? Also ich meine, jeder kennt die Aussagen und kennt, was Bild macht mit Leuten. Wenn die Leute nicht passen, dann werden sie vernichtet. Es gibt das Bild mit dem Aufzug hoch und runter. Bild fährt Kampagnen. Unter Julian Reichelt hat sich das verstärkt. Wenn da jemand nicht passt, dann gibt es da ja auch keine Grenzen. Also ich kann das komplett nachvollziehen, dass Leute vor der Bild und auch vor der Person Julian Reichelt Angst haben.